richtig cool. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Genauso wie der zweite und dritte Kampf gegen ihn. Aber auch die Kämpfe gegen Kalifla. Das war echt Hammer. Habe ich bis heute mir nochmal angeguckt und ich bin zwar kein Verfechter oder Fan von Gale und Kalifla. Ja, und aber von Kefla. Das war echt. Das hat mich richtig voll krass an Broly erinnert. Voll so eine richtige Broly-Anlehnung. Da gab es ja auch mal so einen Film davon, den ich auch mal gesehen habe. Und ich finde das schon krass, wenn man das macht. Dass man den Dragon Ball Super Film, den allerersten wohlgemerkt, dann in den Manga adaptiert. Das dann nochmal als Story für ein paar, sagen wir mal, Geschichten macht. Das ist richtig cool, dass man das machen will. So in die Richtung gehen will, aber ich bin gespannt, morgen beim Finale. Alter. Manu Penner. Nee, ich bin einfach mal gespannt, ja, wie die Richtung von Dragon Ball Super gehen wird. Ja, da bin ich richtig gespannt drauf. Guck ich mir auf alle Fälle morgen an. Wo ich das gucke, ich gucke das meistens bei Dragon Ball Lords. Da gucke ich immer die aktuellsten Folgen an, die da täglich kommen. Und daher weiß ich das halt. Und deswegen habe ich halt diese Infos, die mir bekannt sind. Und darum, ja, erzähle ich euch das gerade. Nein, nein. Okay, nochmal neu. Nein, darum erzähle ich euch das gerade, weil ich da halt einfach viel weiß. Das ist ja halt gut. Und ja, finde ich schon echt interessant, was sie da jetzt aus Dragon Ball machen wollen. Weil ich weiß ja so, dass Dragon Ball ja eine große Marke werden will. Also halt, dass man mehr Serien machen will, Filme, glaube ich, Spiele, Folgen. Aber ich finde das sehr schade, dass man wirklich nur 131 Folgen macht. Das ist, finde ich, ein bisschen wenig. Obwohl, es gab auch einige Momente, die ich ganz cool fand an der Serie. Das waren auf jeden Fall die Momente, wo zumindest auch Vegeto vorkam, nochmal in der Serie. Kam ja schon in Dragon Ball Z vor. Da fand ich den ganz cool wegen seinen Sprüchen. Da musste ich teilweise so ablachen. Ne, ehrlich. Ich fand den richtig humorvoll. Der war auch ziemlich humorvoll und sehr lustig. Vor allem, wo er gegen Buu gekämpft hat. Also, boah. Das war so mega cool. Also, ich habe das hart gefeiert. Für damals. Für die damalige Zeit habe ich das sehr, sehr gern gemocht. Die Serie. Da habe ich auch mal Dragon Ball GT geguckt. Auch wenn nicht jeder davon so ein Freund von der Serie ist. Aber ich habe es trotzdem geschaut. Weil es mich irgendwo auf eine Art und Weise schon gefesselt hat. Auch wegen dem Opening von Dragon Ball GT. Das fand ich immer das Geilste an der Serie. Ja, muss ich wirklich mal so sagen. Ist so, finde ich auch so, empfinde ich auch so. So, komm. Weg. So. Schon wieder warten noch Macht. Ich gehe nochmal hier hin. Jetzt. Ja. Halt. Geschafft. Ja, Gold. Wunderbar. Läuft. So, erste Insel abgehakt.
wunderbar, ey. Puh. So, jetzt schauen wir uns mal noch eben die zweite Insel an. Und dann, denke ich, hören wir voll auch auf. So, gucken wir mal kurz. Oh, hier habe ich ja noch gar nichts. Hä? Hier auch nicht? Das habe ich noch ja nicht gemacht? Ach du Scheiße. Okay, das müssen wir mal ganz schnell ändern. Es war mir klar. Das hier geht eigentlich. Das ist nicht so schön mit Brücken, denn. Aber das andere, das geht ja mal ganz. Null. So, noch den. Oh, noch was. Ja, genau hier. Komm, help. Gib mir das Trampolin. Nee, das. Tschüss. Und weg hier. Bin immer gespannt, wie ich die Zeit hier schaffe. Oh, das ist so fies. Da hinten war Checkpoint. Mann. So ein Dreck. So ein verdummter Dreck. Das ist doch scheiße, ey. Komm. Immer alles vom Neuen, ey. Das ist doch... Was soll denn der Müll? Gut. Also, dem so. Das hier... Ja. Läuft. Hopp. Ne, ich bereite nur die Videos mal vor, dass ich halt erstmal genug Puffer habe. Das muss dann erstmal reichen, weil ich dann erstmal eine Woche inaktiv bei YouTube bin. Nur so ein bisschen gucke und so, wer kommentiert. Dann kann derjenige sich die Videos auch mal anschauen, sich Zeit lassen. Ich werde zwar an dem Donnerstag noch zwei Informationsvideos droppen, da habe ich zumindest vor. Ja, zumindest ist das so mein ursprünglicher Plan. Zack. Ich hatte mir überlegt, ob ich erstmal alle Edelsteine hole, dann ist das zumindest abgehakt. Dann brauche ich nur noch den letzten Zeitrelikt, wo ich plus... Naja, das könnte ich eigentlich so machen. Das wäre eine gute Idee. Als ich Volohawk noch nicht gemacht habe, ist ein bisschen komisch. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Merkwürdig irgendwie. Ja, irgendwie schon. Dass ich das noch nicht gemacht habe, das ist ein bisschen... Das ist schon irgendwo traurig. Ach ja. Hm, dahinter. Tada! So, das haben wir jetzt auch. Noch zwei Edelsteine, Wahnsinn. Das ist echt gut, ey. Nur zwei. Ne, drei eigentlich.
3 Edelsteine noch. Mhm. Wovon ich eigentlich noch 2 holen werde? Plus die beiden Zeiten, oh mein Gott. Das wird ja noch ein Fest. Das wird ein Fest. Wie ich das schaffe? Wie viel brauche ich denn überhaupt? 1, 3. Mhm. Ich werde die Parts aber wahrscheinlich doch schneiden. Mhm. Aber erstmal Medal of Honor, das mache ich zuerst. Dann bitte. Dann die ganze Umwandlereigeschichte da. Natürlich! Ist klar! Ich hab das nie gewirbelt! Scheiß TNT, ey. Was für Müll, ey, ernsthaft? Ja. Du wirst mich doch echt verkohlen, ey, Spiel. Mal ganz ehrlich. Ja, das ist doch dumm. Es ist so dumm, ich hasse es. Verkackarschen kann ich mich auch. Ja. Wie zum Henker soll ich das machen? Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe da sonst nicht da solche Probleme. Komisch. Ja. Hallo? Völlig banal, ey, ernsthaft. So, jetzt funktioniert, ey. Das ist doch so hohl. Das ist echt mega hohl. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Alter, komm. Mann. Was? Schaff ich dich. Ja, das ist... Ich verstehe es nicht. Die Logik. Ich verstehe diese Logik nicht. Entschuldigung, aber auf dem Weg wirklich gerade ein bisschen zu doof. So, jetzt mal ein bisschen Zack-Zack-Tempo hier. Okay. Nein, es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich hasse das, ne? Ich hasse es. Mann! Wird mal bitte einmal funktionieren? Ja.